Salutare și bine ați revenit pe Cuzic Vlog. Am să vă recomand un film, am să pun aici o poză. Un film pe care l-am postat la mine pe vlog. Sper să vă abonați, să dați un like, iar dacă vă place să distribuiți. În continuare acest film am să pun în continuare câteva secvențe din filmul Sindromul Hamburg și urez vizionare plăcută și ne auzim la următoarea postare. Sagen Sie, Professor, was ist das für eine Krankheit, wo wir alle so eine Angst haben? Nein, wenn ich das wüsste. Stell dir mal vor, Sie nehmen eine Ratte, stecken sie in einen viel zu engen Käfig, ernähren sie einseitig und da kühlen sie, die Ratte überlebt. Teller? Verengen Sie den Käfig der Ratte weiter, senken die Temperatur weiter, vergiften Ihr Essen mit Metallverbindung, Blei, Quecksilber. Die Ratte stirbt immer noch nicht. Sinn? Wir vergiften sie mit höheren Dosen. Wir setzen die Temperatur weiter herab. Wir zerstören den Tag- und Nachtrhythmus durch ständiges An- und Abschalten von grellem Licht, stressen die Ratte zusätzlich durch einen hohen Dauerton. Und plötzlich ist die Ratte tot. Woran ist sie gestorben? Jetzt schmeckt mir die Wurst nicht mehr. Für mich ist das ein Reinigungsprozess. Die Natur hilft sich selbst, die Staaten zu überleben. Sagt man dazu, natürliche Auslese. Hat auch sein Gutes. Es schafft Platz für die anderen. Schlecht sind die Gesunden, haben unser eins geschunden. Der Terror der Ärzte im weißen Kittel, der Terror der Beamten rüttelt die ganze Wut der gesunden Welt. War gegen ein paar Kranke eingestellt. Doch jetzt Posaunen hallen, die Werte der Gesellschaft fallen, die Gerechtigkeit zieht blank, die Gesunden sind jetzt krank! Fast alles. Von der einfachen nur einige Samenschweren. Schutzhülle, die in Verbindung mit einem Atemschutzgerät bei dem Transport von Infektionserkrankten verwendet werden kann. Für diese Fälle haben wir auch als etwas kompletteren Schutz die zweiteiligen PVC-Schutzanzüge, die in Verbindung mit einer Gesichtsmaske zu tragen sind. Denn wie Sie wissen, können ja die Viren durch die Schleimhäute der Augen in unseren Körper gelangen. Aber was rede ich? Sprechen wir endlich von seriösen Dingen. Wir sind ja vom Fach. Einen kompletten Schutz von der Außenwelt bietet natürlich nur dieser schwere Schutzanzug. Mit dem schweren Geschütz. Das ist zwar keine Wunderwaffe, aber wir wollen es der Krankheit, die tun, etwas schwerer machen, auszubrechen. Ich bin aber nicht krank. Wir wollen Sie ganz beweisen, liebes Kind.
Niemand kann wissen, ob er gesund ist. Deswegen müssen wir alle behandeln. Wenn wir die Schlacht gewinnen wollen, dann müssen wir alle mitmachen. Und da können wir niemanden brauchen, der quer steht. Wenn ein Chaos schießt, stellt sich zwangsläufig in Ordnung ein. Alle auf die Seite! Ein Feuer kommt raus, bringt einen Damen links, Damen rechts. Los, los, zack, zack! Sind alle infiziert, aber die Quarantäne! Die Leute, bitte, die Quarantäne wäre unser Tod. Sie will uns bestechen. Schaut euch doch mal diese Säule! Zu den ersten Notstandsmaßnahmen zählen die Einschränkung der Freizügigkeit und das Verbot des individuellen Verkehrs. Für Wiederhandelnde haben wir sofortige Einweisung in eines der zentralen Gesundheitslager zu rechnen. Der Minister des Inneren betonte, wer das Gemeinwohl gefährde, könne nicht mit Rücksicht der Gemeinschaft rechnen. Nur der starke Wille aller...